Paula, it's time. Wenn schon kein Wiedersehen, machen wir es ihm einfach. Hallo. Absolute Frechheit in meinen Augen. Hallo. Ist wirklich so. Ich finde es auch frech. Wir haben über die Staffel, also wir haben schon geredet drüber, logischerweise, aber jetzt nicht wirklich. Wir haben jetzt nicht über ein Fazit geredet, so richtig, ne? Privat eigentlich so. Oder? Nee, haben wir nicht. Nee. Ja, haben wir noch nicht. Das machen wir ja heute hier. Ich Das freue haben mich wir schon. hier. Ich bin total gespannt, weil, also hier muss ich ja nichts einreichen, bei RTL. Ich kann ja reden, wie ich möchte heute hier. Ich blende ja keine Clips ein. Also packen wir heute mal ordentlich aus, oder was? So nämlich. Die erste Mal Frage an dich. Was war so dein Highlight? Wollen wir doch mal positiv starten jetzt mal hier an der Stelle. Mein Highlight war ganz klar Lea als Okay. Princess. Muss ich wirklich sagen. Also jetzt, wo die Staffel auch fertig ist, ne, und weiß, wie ist es ausgegangen und so, ich finde es einfach so krass, dass die sich so hammertreu geblieben ist bis zum Schluss, obwohl das ja wo echt eine Klatsche war für die, ne? Was da alles passiert ist, wie viele im Endeffekt ein Beziehungsmodell favorisiert haben, was sie eigentlich gar nicht möchte. Voll. Und die ist trotzdem so cool geblieben, sich selbst treu geblieben, war aber auch trotzdem angreifbar. Also sie hat sich nicht verstellt, obwohl sie sehr krass verletzt wurde Das teilweise in der stimmt. Schule. Und ich finde, dafür brauchst du echt Eier. Und deswegen war das wirklich mein positivstes Highlight, dass wir so eine krasse Princess dieses Jahr hatten. Finde auch, sie kann sehr gut reden, auf jeden Fall. Also muss ich echt sagen, als sie ja auch Germanistik studiert hat, sie war im Interview, ich kann nicht mehr reden, I'm sorry, ist jetzt auch vorbei die Staffel, im Interview gesagt. Deswegen, ich finde, sie kann sehr gut reden, sieht wahnsinnig gut aus, finde ich. Für mich mein Highlight war aber die Dates, muss ich sagen. Ich fand die Dates dieses Jahr sehr schön. Also nicht die Zwischenmenschlichkeit, sondern die Dates an sich, das Faktum, weißt du, dieses Jetski fahren, das Elefantenstreicheln, was hatten wir noch? Die Bootssache fand ich auch ganz nett zum Beispiel. Oder, weißt du, ich fand es einfach schön. Also ich fand auf jeden Fall das Hundedate am Ach, das allergeilsten. ist Das schön. fand ich ja richtig toll. Das haben die noch nie gemacht, dass ein Hundedate Nee, ich. hat. Aber die Voll. Elefanten, da gab es ja wieder großes Aufschrei, ne? Weil das ist ja nie irgendwie gut für die, egal wie Ja. man labelt. Das stimmt leider. Ich weiß auch nicht, sie haben ja gesagt, Refugee Camp oder so für die, ne? Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, was das für Elefanten bedeutet, weil scheinbar kann man da trotzdem reingehen. I don't know. Aber ich fand es optisch sehr schön. Ich war das erste Mal richtig neidisch, nicht da gewesen zu sein. Außer Volleyball, da war ich mich nicht so gesehen. Aber der Rest war ich voll dabei. Ich war richtig so, ah! Also dieses Jahr, die Dates waren richtig toll, finde ich. Ja, das stimmt schon. Aber ich stelle mir dich gerade bei Princess Charming vor, auch geil. Ich bin dann wie bei Bachelor in Paradise, der hinter der Bar einfach, weißt du? Ich mach Gossip mit denen einfach. Ja, da sehe ich mich, da sehe ich mich. Ich dich auch sowas von? Das nicht. Aber ich bitte auch, darf ich dann deinen Co-Bartender Wir machen es sein? aber beide so, ich sehe uns da voll. Ich sehe das, wirklich. So geil, da könnten wir mit denen reden, die ganze Zeit den Tipps geben Ist und so. Center der Kulissen, ne? Jetzt gibt es ja keine Moderation mehr. Wie machen wir die Moderation? I mean, yes. Ja, Gibt's ja ich nicht hätte ja auch mehr. ein Wiedersehen gemacht. Oh, ist so traurig. Ich glaube aber, da kommen wir noch dazu. Ich glaube ja, es gibt Gründe, warum es keins gibt. Ich glaube einfach, weil sich alle nicht mehr mögen. Also, was heißt alle nicht mehr mögen? Ich glaube einfach, Lea ist mit vielen nicht mehr so d'accord. Und was willst du dann auch groß sagen? Ne? Es gibt ja auch keine Entscheidung so richtig am Ende. Deswegen, was willst du da groß aufwärmen noch? Ich glaube, es liegt wirklich größtenteils an dieser, es gibt keine Entscheidung, weil Ja. wenn keinen gibt, der das gewinnt, man will ja wissen, wie ging es weiter, wie habt ihr euch danach gedatet und Voll. das fällt alles weg. Und ich glaube, im Endeffekt wäre dann Wiedersehen, wenn du die richtigen Leute einlädst, was auf jeden Fall auch Lucia, Celea, also alle die, die ne, einen großen Anteil hatten in der Staffel, dann geht es ja auch wieder nur um die und nicht um die Ja. Prince. Also irgendwie wäre es, glaube ich, ein bisschen fehl am Platz. Aber ich hätte es trotzdem gut gefunden, weil ich finde, man könnte mal über ganz viele Sachen reden, die bis jetzt nicht aufgeklärt wurden. Voll, finde ich auch. Ich finde allgemein, es war schon Lea Schauber, Lea hat man irgendwie gar nicht gesehen, ne, so richtig. Also ich finde, die anderen waren viel mehr im Fokus. Fand ich auch. Also ja, man hat sie schon gesehen und ich finde auch mit guten Sachen, aber im Endeffekt haben dann doch andere Leute die schon ein bisschen mehr an sich gerissen. Absolut. Ich Weißt finde auch du? Folge 1 bis 3 war eher so Maike im Fokus. 4, 5, Ja. 6 dann Lucia Salea eben, ne, logischerweise. Und dann irgendwann schon mal wieder Lea mit der ganzen polyamorösen Geschichte, sage ich mal. Aber es war eigentlich nicht ihre Staffel. Also letztes Jahr fand ich mal, war schon Madeleines Staffel auf jeden Fall. Aber dieses Jahr war es irgendwie die Staffel der Kandidatinnen irgendwie so richtig. Total. Ja, und ich glaube, das wäre auch nie passiert, hätte Maike nicht mitgemacht. Ja, auf jeden Fall. Also, das wäre eine ganz andere Dynamik Ich geworden, wollte die gerade sagen, ganze. meinst du, es wäre besser gewesen oder schlechter gewesen? Also, ich gucke ja auch immer so ein bisschen, wie finden die Zuschauer das, ne? Weil das bestimmt auch ein bisschen auch unsere Klicks, wenn die Staffel Bestimmt. scheiße ist, merkst du das? Ich habe es dieses Jahr auf jeden Fall auch gemerkt, aber das kann natürlich auch andere Faktoren haben, ne? Es muss nicht nur die Staffel sein, wie finden die Leute mich auch scheiße. Keine Ahnung. Man weiß es ja nicht, Weiß es ne? nicht. Aber
hatte so das Gefühl, dass die Leute das sehr stark genervt hat, ja. dass viele deswegen abgeschaltet haben und ich kann es verstehen, ehrlich gesagt. Also ich glaube, es wäre besser gewesen, hätte sie von Anfang an die Biege gemacht, für die, die wieder die sich so eine Holzhammstaffel gewünscht haben. Aber für die, die für Drama einschalten und so, ist es natürlich mega gewesen, dass das Maike weiterhin drin geblieben ist. Ne? Ich finde, gerade jetzt in Folge 10, was wir noch sehen werden, ist Selbstliebe ein sehr großes Key-Element der ganzen Show auch. Gerade wenn man das Finale als solches betrachtet. Wir werden gleich sehen, was ich damit meine. Und ich finde auch einfach, Kommunikation ist der Schlüssel auf so vielen Ebenen in einer Beziehung. Warum nicht also auch in Sachen Intimität? Ich habe euch schon vor ein paar Wochen Cheeks vorgestellt. Es sind ja doch einige Leute von euch dazugekommen. Also hallo an alle Neuen. Deswegen nochmal eine kleine Runde Cheeks-Vorstellung. Ich kann euch Cheeks wahnsinnig empfehlen. Und warum sage ich euch jetzt? Cheeks ist nicht nur eine random FSK 18-Plattform, die wir so alle kennen. Oder? Sondern ich finde so ein echter Safe Space für alle, die ihre Sexualität mit Offenheit und Respekt vor allem auch erkunden wollen. Was ich sehr cool finde, was ja auch bei Princess Charming bisher vollkommen der Tonus ist, es wird auf die Bedürfnisse aller Geschlechter eingegangen. Das steht ja vollkommen im Zeichen der ganzen Staffel, finde ich ehrlich gesagt. Wenn man Cheeks anguckt, direkt auf den ersten Blick sieht man einfach, es geht um echte, gelebte Vielfalt und Einvernehmlichkeit vor allem auch. Unfaire Bezahlung, auch ganz wichtig. Aber was ist denn jetzt überhaupt Cheeks? Auf Cheeks könnt ihr werbefreien Content genießen, der, wie gesagt, schon fair produziert ist. Es gibt Videos, es gibt Audioerotik, so viel bis hin zu spannenden Workshops. Ich finde Workshops einfach ein tolles Wort dafür, ehrlich gesagt. Ich liebe das Wort. Und es gibt eine Pleasure Academy mit Masterclasses und Tutorials, ganz im Sinne der Selbstfindung mit Offenheit und Respekt, wie gesagt. Und dabei Princess Charming durchgehend irgendwie angestoßen wird, dachte ich mir manchmal so einen coolen Metapherübergang, ihr wisst ja, wie der Hase läuft. Das alles gibt's zu einem Preis von 2 mittelmäßigen Drinks bei einem Date. Und ich habe wie immer noch einen coolen Code für euch. Der Code lautet Nico7. Und mit diesem Code könnt ihr ganze 7 Tage lang kostenlos, ja, kostenlos und unverbindlich auf Cheeks zugreifen, wenn ihr euch für ein Jahresabo entscheidet. Nur mit dem Link in der Beschreibung. Checkt das gerne mal aus. Ich find's wahnsinnig cool. Und wenn ihr jetzt neugierig und über 18 seid, ganz wichtig, mehr über euch und eure Wünsche erfahren wollt zum Beispiel und gleichzeitig vielleicht sogar eure Beziehung stärken wollt, das kann ich ja mal auch Lea hier an dieser Stelle empfehlen, dann schaut euch gerne mal Cheeks an, wie gesagt, Link in der Beschreibung mit dem Code. Vielleicht ist ja genau das, was ihr gerade sucht, genauso wie Lea gerade die große Liebe sucht, und deswegen würde ich auch sagen, schalten wir zurück zu Lea und gucken, was da gerade so geht. Das ist so funny, weil du meinst, das hat alle genervt, das hat ja auch Maike genervt. Also ich finde es so lustig, das hat euch alle genervt, dass Maike so viel Sendezeit hatte, außer die Produktion scheinbar, weil sie so gesehen haben, ah, Maike, die Ex ist da, let's go, let's do this. Und ich glaube, ja. Maike ist doch Marketing-Expertin, oder? Head of Marketing, ja. Ja, genau. Das heißt, die weiß ganz genau, was ist sendefähig, was zeigt. Und ich finde, das merkst du auch komplett. Also wie sie redet, wie sie sich gibt, was sie sagt, dann immer dieses Hü of Hot. Es werden immer wieder Situationen kreiert, die aufgeklärt werden müssen, weil es wieder sonst keinen Sinn macht. Es ist aber wichtig, weil es auch im Kontext mit der Princess steht. Und ich hatte das Gefühl, das ist schon leicht abgekartetes Spiel von Maike, die weiß genau, was sie da tut. Es ist nur nicht so rausgekommen, wie sie wollte. Eben, ich glaube auch, es hat vieles nicht Sinn ergeben, auch gerade bei der Sache mit, als sie erst meinte, sie geht jetzt, dann kommt dieses von ihren Freundinnen, dieses Check-up in der Villa, dann hat sie gesagt, ich bleibe jetzt doch da. Das hat ja auch im Schritt gar keinen Sinn ergeben. Und da war ich so, hä? Also irgendwie fehlen jetzt hier ein paar Lücken, die wir nicht gesehen haben. Ja, das haben ja ganz viele gesagt. Also anscheinend ja auch Vicky und Annika, ich hatte mit Silvi auch darüber gesprochen, die war auch so, wo ist der Plot-Twist? Aber ich dachte mir die ganze Zeit so, sie hatte ja noch das Gespräch mit der Freundin, die wieder, genau dasselbe wie Lea gesagt hat, es ist halt nicht ihre Prio, aber sie würde sich öffnen. Und ich hatte halt das Gefühl, okay, das war jetzt wieder das Stichwort für Maike, ihre Bedürfnisse sind dann doch weiterhin an erster Stelle, weil Lea wird es vielleicht irgendwann öffnen. Die selektiert ja auch aus, die hört ja immer nur das, was sie hören will. Ja. Dann. Und genau das Gefühl hatte ich da auch wieder, dass das der Platschuss war, dass die Freundinnen halt einfach so gesagt haben, du, es ist nicht ihre Prio, aber man kann auf jeden Fall mit Lea darüber reden, das ist eine offene Person. So hatte ich es verstanden. Ja, kann sein. Das, ja. Im Endeffekt können wir auch nur auf das reagieren, was uns da gezeigt wird. Ne? Und voll. Das ist es auch. Also wir differenzieren ja auch zwischen, ist das wirklich diese Person? Ja. Oder ist die Person, die da gezeigt wird? Absolut. Und ich versuche ja immer, mich darauf zu beziehen, was wirklich gezeigt wird und darauf zu reagieren, weil alles andere wird dann nur noch ein Riesenkuddelmuddel, ne? Das ist lustig, weil bei mir ist es genau andersrum, finde ich, weil ich die auch alle bei mir zu Besuch habe, immer. Und bei mir ist es genau andersrum. Ich bekomme dann die Person mit und bin dann so, ach, irgendwie war es in der Show gar nicht so. Und jetzt ist die Person ganz anders hier vor Ort. Das ist bei mir echt schwierig, muss ich sagen. Ich bin dann schon mal auch ein bisschen gefärbt, ehrlich gesagt. Aber du darfst ja auch nicht vergessen, die erzählen dir natürlich alles aus ihrer Perspektive. Voll, absolut. Du bist der, der die Interviews macht, die wissen, nochmal Plattformen nutzen, um vielleicht auch gewisse Dinge klarzustellen. Und ich hatte auch das Interview mit dir und Maike gesehen. Das ist richtig gut. Also ich liebe deine Interviews. Oh, danke schön. Jedes Mal so ganz toll. Aber auch da hast du gemerkt, sie weiß, was sie tut. Sie ist ein Marketing
Marketing-Experte. Habe ich aber auch nachher ihr gesagt. Also wir dürfen ja leider, das kann ich jetzt mal offen hier sagen, wir dürfen über nichts reden, was nicht gezeigt wird. Deswegen nutze ich mal gerne diese Grauzonen, von wegen, so wie hast du dich gefühlt? Oder was hättest du ihr gerne gesagt? So, ne, dass die einfach auch ein bisschen frei reden können und so. Und da habe ich auch gesagt im Nachhinein, sie hat es sehr gut gemacht, finde ich, weil man immer gewusst, was sie sagen wollte, aber hat nichts verraten, was RTL für böse erachtet hätte. Und das kann sie einfach, das stimmt schon, die kann einfach gut reden. Absolut. Und das ist halt auch ein bisschen manipulativ. Kann ich verstehen. Die Kommentare waren ja auch sehr negativ unter dem Video. Noch nie in meinem Leben so viel Hate bekommen wie unter diesem Video. Weil Leute kritisiert haben, dass ich keine Kritik ausübe. Oder auch einfach, dass sie Maike als falsch bezeichnet haben. Und Kritik ausüben fair, aber es ist einfach nicht mein Stil. Ich bin, finde ich, nicht dafür da, um die Menschen zu judgen. Das machen schon die Kommentare, finde ich, genug. Das wurde kritisiert, was ich verstehen kann. Ich glaube, viele Menschen, weil sie eine Dramastaffel war, wollten Drama haben. Aber dafür bin ich nicht da, finde ich. Dafür gibt es andere Kanäle, die sehr viel mehr auf diesen Dramazug aufspringen. Ja, und das ist ja auch nicht deine Aufgabe, da mit dem Finger auf die Person zu zeigen. Exactly. Vor allem, weil wir halt nicht alles gesehen haben, was du gerade meintest. Wir haben nur Ausschnitte gesehen von einem ganzen Tag. Und wer weiß, was da dann auch letztendlich die Wahrheit ist. Voll. Und das kannst du ja auch nicht bewerten. Ne? Das genau. Weiß ja... Wenn ich auch nur Maike, Lea, die Produktion... Genau, was die mir sagen, klar, wenn die Kameras ausgehen, reden die auch weiter logischerweise und hören nicht auf zu reden, die sagen nicht tschüss, bis zum nächsten Mal. Und was die mir aber dann sagen, das ist ja, ob das stimmt, weiß ich ja auch nicht. So. Total. Und aber ich finde, man kann dir auch keinen Vorwurf machen, auch aus der Perspektive, dass sie so gut reden kann. Voll. Wenn du da so schuld bist, in diesem... So war das eigentlich gar nicht. Ich bin eigentlich voll die nette Person und alle pipapo. Ja. Es ist ja mega schwer, dann irgendwie nochmal zu reflektieren, weil wir wissen ja beide, das, was da gezeigt wird, ist nicht unbedingt Maike. So, voll, ne? Absolut voll. Es geht aber allen so. Auch als Marlene da war sie ganz anders als in der Show. Auch Angie war bei mir hier vor Ort viel offener als in der Villa zum Beispiel. Und ich finde, dafür sind die Videos eher gedacht, weil ich finde, weil wir die Menschen so wenig kennenlernen, sind diese Videos eben für mich wie so ein kleiner Filler. Auch Lea kam jetzt gestern raus, also für dich morgen. da war sie auch ganz offen und ich fand das so krass, weil man sie in der Show gar nicht mitbekommen hat und das finde ich, dafür sind die Videos eher da, anstatt wirklich Kritik auszuüben, weil das ist kein Place, finde ich. Absolut, und was willst du da kritisieren? Also im Endeffekt, was ja auch Maike ganz klar gesagt hat in dem Interview, das waren so viele Emotionen. Ja. Es war, ja, ne, du bist in der Situation, dann wirst du ins Interview gerufen, du musst direkt deine Emotionen verarbeiten. Sie ist eigentlich gar nicht so ein Mensch, sie braucht eher Zeit, sie muss das reflektieren, alles pipapo. Ne? Und natürlich bist du dann vielleicht auch manchmal das dumme Arschloch, weil du hast es halt gerade einfach noch nicht reflektiert. Ja, absolut. Also so und so und so. Aber im Endeffekt ist das auch der Preis, den man zahlt, wenn man in Reality-TV-Format mitmacht. Voll. Bei Kontrollverlust ist auf jeden Fall ein Riesenthema. Und das muss man sagen, ne? Das ist halt... passiert, ist für mich auch ein Grund, sowas niemals zu machen. Ich wollte gerade fragen, ja. Verstehe ich. Ja, bei mir würde auch einfach auch der Schlafmangel kicken. Ich bin so eine Diva, wenn ich nicht schlafe, bin ich so eine Diva einfach. Und dann ohne Kaffee oder so, mit 3 Stunden Schlaf, boah, die könnten mich zerschneiden, das glaubst du nicht. Boah, ich sehe dich im Dschungel. Wirklich, ich wäre so, danach wäre ich canceled wahrscheinlich, weil ich so eine Diva wäre, weil ich so unter Schlafmangel leide. Und dann dauernd irgendwelche Menschen, die dich anquatschen wollen oder so, nee, ich wäre raus. Ja, absolut, absolut. Also deswegen, ich finde, man kann Maike irgendwie schon verstehen, ne, dass es alles blöd für sie gelaufen ist. Ja. Aber im Endeffekt wird halt auch nur, da wird ja nichts verschnitten. Also das gezeigt wird, ist ja, was sie sagt, hat sie gesagt. Ne? Ich glaube wahrscheinlich nicht, aber ich glaube schon, was ich von anderen auch gehört habe, dass aber viele Interviews an anderen Stellen eingesetzt wurden, weißt du? Also das ist halt... Genau, das ist halt Standard leider in dem Trash-TV-Game, aber dass die, also haben viele gesagt in der Staffel jetzt, dass viele Interviews gar nicht zusammengepasst haben und waren so, hä, das habe ich da gar nicht gesagt. Das verstehe ich wiederum. Ja, auf jeden Fall, aber es ist halt eine Show, das dürfen die Leute nicht... Unterhaltung, das ist nicht das reale Leben, das stimmt schon. Genau, und genauso wird es halt auch einfach geschnitten. Aber ich finde es zum Beispiel krass, weil ich hatte auch von, ich weiß nicht, wer das gesagt hatte, aber vielleicht war es auch Maike in dem Interview. Ich habe mir jetzt nicht so viel angehört, was die so außerhalb des Formats gesagt haben, weil ich alles ein bisschen anstrengend dieses Jahr. Weil halt dieser Hass gegen Lea irgendwie so, hat das Gefühl, alle schießen gegen Lea und jetzt ist die Staffel vorbei. Ich verstehe nicht, warum. Mhm. Nicht? Im Endeffekt war sie die Gearschte. Ja, absolut. Aber ich. Ja, irgendwer hat halt einfach auch gesagt, dass das halt auch deswegen so gecastet wird. Es geht ja nicht darum, dass Lea da ihre große Liebe findet, sondern es geht darum, dass daraus ein Format gemacht wird und viele reich... ich glaube, das war wirklich Maike, die das gesagt hat. Und da denke ich, falsch. Weißt du, es sollte schon primär darum gehen, dass Lea da eine Frau findet, die zu ihr passt oder eine Person findet, die zu ihr passt. Weil
das hat halt die letzten Jahre so gut funktioniert, dieses Wholesome. Wir haben so viel Scheiße sowieso schon im Trash-TV, so viele krasse Sachen, die passieren. Und Princess Charming war einfach so ein Safe Space. Voll. Ja, und der ist jetzt einfach nicht mehr da. Ich verstehe es auch, weil es entwickelt sich ja. Die Leute verstehen, wenn ich da mitmache. Ich kriege Reichweite. Alles absolut okay und in meinen Augen nicht verwerflich, aber es entwickelt dann eine Show natürlich in eine Richtung, die halt ja mehr auf Quote aus ist als auf die Liebe finden. Finde ich auch. Man muss auch sagen, dass auch die Produktion ganz klar gelenkt letztendlich. Ne? Also ich glaube schon, dass die so einen Übergang schaffen wollten zu Charming Girls oder so vielleicht, weil ich finde schon, das war schon sehr auffällig, dass dieses Jahr so viel Drama gemacht wurde. Du wirst ja auch im Casting gefragt, wie datest du? Und wenn alle sagen, ich bin Podio offen und dann Lea sagt, ich bin eigentlich nur monogam, das ist ja klar, dass es clashen wird. Mhm. Also ja, ganz klar. Absolut. Aber das hätte halt gereicht. Da muss nicht noch die Ex-Freundin dabei sein. Was war für dich so dein Lowlight? Hast dich irgendwas in der Stadt überrascht? Lowlight? Ja, Highlight, Lowlight, kennst du das nicht? Das habe ich noch nie gehört. Ein Lowlight. Cool. Ja, es gab einige Sachen, die mich einfach abgefuckt haben. Ja. Ich fand die Art und Weise zum Beispiel, wie das Thema offene Beziehung, Polyamorosität da behandelt wurden, scheiße. Weil alle, die keine Ahnung davon haben, mich eingeschlossen, also ich habe damit schon, also mich mit Zuschauern auf jeden Fall schon mal darüber ausgetauscht, weil es gab auch schon mal Paare, die eben nicht monogam waren, dieses offene Beziehungsmodell hatten in anderen Shows, ich weiß jetzt nicht mehr wo, aber irgendwo war das ja auf jeden Fall schon mal. Und ich habe halt das Gefühl gehabt, in der Staffel hatten wir dann Lucia und Celaya, die dieses Thema da irgendwie aufgegriffen haben. Und ich finde, die haben es irgendwie kacke aufgegriffen, weil im Endeffekt war Lucia halt sehr egoistisch in ihrem Handeln. Und sehr, sehr viele Leute fanden das auch super schade, weil dann hast du mal die Chance, darüber zu reden. Und dann hast du halt solche Leute, die dafür stehen, die das Ganze aber irgendwie, naja, kaputt machen, weil es war halt einfach nicht gut, wie das alles vonstatten ging. Ja. Weil es viel fairer sein können. Und Shia hätte eben nicht mit Celia schlafen müssen und so ein Kram, ne? Das finde ich auch. Ich finde auch Polyamor ist ja schön und gut. Das ist ja auch jedem seine Sache, sag ich mal. Aber dieses erst mit Lea in einem Bett schlafen, dann nicht mal einen Tag später mit Lucia hier Knicknack, mit Celia Knicknack haben und so, weiß ich jetzt nicht. Das kann man auch nicht auf Polyamor schieben, finde ich. Das ist halt einfach dann Charaktersache. Und das ist halt auch ein Kommunikationsfehler. Voll. Und das finde ich halt auch einfach so schade, weil das, was ich herausgehört habe, ist einfach das Wichtigste bei solchen Beziehungsmodellen: Kommunikation, Vertrauen. Ja. Das war ja sofort zerstört. Absolut voll. Halt, mit den ganzen Anfängen finde ich schon ein bisschen blöd, muss ich sagen, hat mich genervt. Verstehe ich. Auf jeden Fall ein Lowlight. Ja, Lowlight auf jeden Fall auch, dass die Ex von Lea dabei war. Das wollte ich auch gerade sagen, ich finde Maike persönlich voll nett, habe ich ja schon gesagt. Aber ich finde auch die Ex, der Fakt, dass sie die Ex ist, hat die Staffel ein bisschen schon von Anfang an in so eine Schiene gebracht. Natürlich. Und das fand ich ein bisschen anstrengend auf Dauer. Ja, und ich glaube, das Problem ist auch einfach so, das Konzept ist ja erstmal, dass du die Princess glorifizierst. Ja. Also sie ist die Princess, das ist ganz normal, ne? So funktioniert das halt auch einfach, das ja. Spiel. Und dann hast du eine Person in der Villa, die kennt die Princess und die erzählt vielleicht auch. Also sie hat ja von Anfang an gesagt, die habe ich da bei der und der Dating-App kennengelernt und sie wird wahrscheinlich auch noch andere Sachen erzählt haben. Sie hat auch zu Marlene gesagt, du, wenn die jetzt schon so einen Aufstand macht, ne, dann ist das auf keinen Fall, kann ich mir nichts vorstellen. Und das beeinflusst die anderen ja auch, weil sie wissen, Maike hat sie schon mal verlassen. Weil es ist ja nicht so, dass Lea sie verlassen hat, sondern Maike hat Schluss gemacht, wahrscheinlich begründet. Und das beeinflusst natürlich die Leute da, glaube ich, stark. Absolut. Ich finde auch, habe ich auch zu Lea gesagt, ich verstehe nicht so ganz, warum sie so lange dabei war, die Maike, ehrlich gesagt. Also spätestens nach diesem langen Talk, den sie hatten, der für uns super kurz war, weißt du, in der Villa von denen, hatte ich gesagt, okay, jetzt ist die Endstation. Also ich verstehe dieses Argument, man kennt sich und das ist ein Anker für mich in so einer krassen Zeit und so schon. Aber da muss man doch auch checken, dass diese beiden Beziehungsmodelle gar nicht zusammen funktionieren. Also auch wenn Maike sagt, ich bin jetzt in dieser Villa, in der Bubble und mag dich und will dich kennenlernen, aber draußen habe ich andere Bedürfnisse und Lea weiß ganz genau, dass sie die nicht erfüllen kann oder einfach andere Bedürfnisse hat, dann wäre für mich doch schon eine Endstation gewesen. Aber sie damit ins Finale zu nehmen, fand ich ein bisschen, fand ich wild. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das war auch so ein bisschen einfach, da hat das Herz wahrscheinlich lauter geschrien als der Kopf. Vermutlich. Ne, weil sie hatte. Aber ich muss auch sagen, dass ich fand Maike, wie sie da kommuniziert hat, sie war sehr hoffnungsvoll Lea gegenüber. Sie hat ihr die Hand genommen. Das finde ich auch, ja. Also ich finde, sie hat ihr voll das Gefühl gegeben von, wir kriegen das irgendwie hin. Maike meinte auch ganz klar,
meine Bedürfnisse jetzt sind nicht die Bedürfnisse, die ich in der Zukunft haben werde. Das heißt ja auch, das ist so ein Hinhalten. So. Jetzt gerade möchte ich vielleicht keine monogame Beziehung, aber in der Zukunft will ich das. Ja. Weißt du, es gibt natürlich Hoffnung bei einer Person, die Gefühle bereits wieder hat. Ja, finde ich auch. Ich finde auch, da muss ich, also gebe ich auch beide einen Vorwurf, weil der hätte aber auch sagen können, der ist ja auch nicht 18, hätte aber auch sagen können, okay, wenn das jetzt so hier ist, dann tschüss, so nach dem Motto. Ja. Aber ich kann mir vorstellen einfach, dass die anderen nicht so cool fanden alle. Ich glaube schon, dass das sie einen Vorteil hatte dadurch, auch wenn man es nicht hören möchte, dass sie sich schon kannten auf jeden Fall. Weißt du? Also ich finde, die sind ja schon viel weiter mit 3 Wochen Dating-Erfahrung, auch weil es so 3 Wochen waren, im Vergleich zu Christine, die sie gar nicht kannte oder 5 Tage kennengelernt hat, ist ja klar, dass das schon ein bisschen mehr ist. Absolut, 1000% bin ich voll bei dir. Und sie haben ja auch einfach irgendwie angeknüpft. Voll. Weil es auch, Lea meinte ja zwar, es ist naiv, das zu denken, dass man einfach so anknüpfen kann, aber das... Das ist ja passiert. Genau, genau, das ist einfach passiert. Und das merkst du auch die ganze Zeit, auch Maike, die sie dann umarmt und ihr noch ins Ohr flüstert, ich vermisse dich schon. Und einfach immer diese kleinen Gesten, die auch viel auslösen. Da darf man auch nicht vergessen, Maike hat Lea verlassen, wie gesagt, vielleicht war Lea auch traurig darüber. Ne? Man weiß ja nie, wenn man verlassen wird, dann hat man ja auch manchmal einfach noch dieses Gefühl von, kriege ich sie wieder zurück? Vielleicht da würde sie mich jetzt nehmen. Man kennt es ja, ne? Ja. Ja, und das hat zu 1000% alles verändert, genau wie du sagst. Es war ja auch voll unfair für die anderen. Ich würde mich da auch total eingeschüchtert fühlen. Ja, voll. Also, dann auch schon, okay, so sieht Maike aus, das ist ihre Ex. Ich sehe jetzt schon mal so aus. Gut, ich sehe jetzt vielleicht Maike ein bisschen ähnlich, dunkle Haare, ne? Ja. Aber, da denkt man ja schon, scheiße. So, Marlene, ich habe rote Haare, bin ein ganz anderer Typ. Ja, ne? Voll. Kämpfen sich ja auch vorher schon. Oh mein Gott, stimmt, ja, vorher vergessen schon wieder, stimmt. Aber meinst du, Marlene wäre ins Finale gekommen? Wäre das Date davor nicht so cringe gewesen? Also ich finde halt krass, dass Marlene bis zum Ende Lea nicht gesagt hat, dass sie offen datet. Ja, das stimmt. Und ich glaube, hätte Lea das gewusst, dann hätte Marlene wahrscheinlich auch schon vorher einen Abgang gemacht. Vielleicht wusste Marlene das auch genau so. Bitte? Vielleicht wusste Marlene das auch genau so und hat sie ihm nicht gesagt. Weißt du? Ja. Ich finde das so strange, dass das wirklich gar nicht thematisiert wurde, nur ganz kurz bei diesem Streit mit stimmt. Maike und Marlene. Auf einmal wusste man dann, okay, Marlene datet ja auch offen. Aber da dachte ich so. Ja, das stimmt. Also da hätte man auf jeden Fall eine größere Story nochmal drum bauen können. Ja, aber gut, gehen wir jetzt mal davon aus, Marlene hätte es ihr nicht gesagt und das Date wäre nicht so cringe gewesen, hätte ich Marlene auf jeden Fall im Finale gesehen. Ich auch, glaube ich auch, ja. Also wie gesagt, Christine war für mich total lang so ein, einfach halt da, that's it. Und dass sie so auf an einem vorbeigezogen ist, fand ich wirklich wild. Ich glaube wirklich, das klingt voll gemein jetzt, ich kenne Christine nicht wirklich, ich glaube wirklich, bei Christine war einfach der geringste Widerstand, weißt du? Also Christine war monogam, sie wollte nur Lea haben, sie war nur für Lea da, hat das auch offen kommuniziert, hat mit keinem anderen rumgemacht in der Villa. Ich glaube aber, das war für Lea alle schon mal so Checks, die andere nicht hatten in der Villa. Weißt du, wie ich meine? Du, das ist auch gar nicht, also ich würde das nie negativ auffassen, sondern positiv. Das ist eine ganz klare Aussage, die ich absolut so unterschreiben würde, weil du musst ja auch ein bisschen gucken, ne? Cool. Hat jemand überhaupt die Beziehungsform, die ich habe? Oder sind wir da schon komplett unterschiedlich? Und deswegen verstehe ich das auch, wenn sie die dann auch noch attraktiv findet und so, why not, ne? Aber es kam trotzdem irgendwie schon, ist halt aus dem Nichts. Ja, voll, finde ich auch. Findest du nicht auch, also ich finde, Christine hat irgendwie auch voll auf die Gelangweilt gewirkt. Gerade bei den Final-Dates war ich so, irgendwie ist das nur so ein Warten auf den Zug, habe ich das Gefühl, weißt du, wie ich meine? Also ich fand das eigentlich sehr schön, das Date, muss ich sagen. Aber ich kann mir halt auch vorstellen, dass eine Christine, weißt du, was die bestimmt gedacht hat? So, ich habe das erste Date morgen, das letzte wieder Maike. Klar, bei Maike kriegt ja immer, was sie will, die kriegt auch noch das letzte Date. Und ich finde, das ist auch wichtig, wer das letzte Date kriegt, weil du bist die letzte Person, die der Prinzessin ist. Also es hat Vor- und Nachteile, aber ich habe ja Vor- und Nachteile. Stimmt, ja. Und die weiß ja, sie ist mit der größten Konkurrenten von allen jetzt im Finale. Das stimmt. Und ich glaube, angemerkt, ich habe da keine Chance. Mhm. Da macht Maike ihr wieder ein bisschen schöne Augen und sagt hier und da und hahaha. Haben die sich noch ein Tattoo gestochen? Ich fand's so lustig. Ich fand's so lustig. Es war so random. Ja. Wie bitte? Hast du Tattoos? Ich hab 5. Nee. Hast du welche? Ich hab hier am Arm welche, am Bein welche und am Schenkel 1. Also du würdest das auch einfach so machen? Nee. Ich habe auch im Video gesagt, ich würde nie, also mein Ex-Freund wollte damals auch ein Tattoo haben. Ich war so hier oben, ganz sicher nicht. Ja. Ja, gut. Also, das habe ich gar nicht gecheckt. Ich glaube auch, weil die haben ja kein Tattoo gemacht mit M und L oder so ein Scheiß. Die haben ja wirklich so meaningful Sachen gemacht aus der Zeit, nehme ich mir, hoffe ich mal, keine Ahnung. Aber das fand ich ganz wild für ein erstes Date oder ein letztes Date. Nach so einer kurzen Zeit fand ich ganz wild. Also muss ich sagen, das habe ich gar nicht gecheckt.
Aber das war ja irgendwie auch deren Ding, weil Maike meinte doch auch, sie hat 5 Tattoos von Lea, die sie ihr irgendwie gestochen hat. Stimmt, hat sie erzählt, ja, stimmt. Oder so. Deswegen dachte ich auch, okay, ist vielleicht euer Ding, aber ich dachte so, boah, Brudi, rennen, ich wäre sofort... Ja, na gut, ich glaube, Lea hat auch hier so ein Full Sleeve und Tattoos und ich glaube aber, die ist ja mittlerweile so, ach komm, das eine, ja. eine oder andere ist auch jetzt egal. Und die hat ein mega schönes sich machen lassen, diese 2 Dinger. Ich fand es so schön, ja. Wirklich richtig, richtig schönes Tattoo. Aber wie sind wir jetzt darauf gekommen? Irgendwas anderes? Final-Date war das noch, ja. Aber ich finde schon, Christine, also als sich Christine und Lea verabschiedet haben vor Maikes Date, war das schon so, finde ich, die Stimmung war schon eher so final. Weil Christine auch so meinte, ja, egal wie du dich entscheidest, ich mag dich trotzdem, oder so ein Charles, wie hast du gesagt, ne, so in die Richtung. Und da habe ich schon gemerkt, finde ich, dass sie schon weiß, dass sie es nicht wird. Finde ich. Ja. Also ich hätte, wäre ich Christine, ich hätte mir da auch keine Chancen ausgemacht. Nee. Hast du übrigens gesehen, dass, als Lea die Briefe gelesen hat, dass Lea gar nicht nett, sie hat so richtig böse geguckt, hast du es gesehen? Ich finde, Lea hat richtig ernst geguckt bei diesem Briefe lesen. Und ich hatte eine Sehschwäche. Das kann auch sein. Meine Vermutung ist, dass da irgendwas drinsteht, was sie nicht so schön fand. Also ich kann mir vorstellen, dass da, was ich meine? Die Briefe rausgeschnitten, weil wir haben ja mit den 15% echt wenig, worüber man dann reden kann. Ah, okay. Dieses Finale am Ende, ja. Die da, das fand ich irgendwie spannender. Deswegen weiß ich es gar nicht genau, habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Ich glaube, da standen irgendwie Dinge drin, die Lea nicht so toll fand. Weil sie hat... Briefe einmal komplett? Nee, nur Teile. Okay, weil das liebe ich ja, wenn man hier mal stoppt, also privat, ne? Dann lese ja. ich mir erstmal... Durch ist da irgendwann, aber das habe ich jetzt diesmal nicht gemacht. Scheiße. Nee, sie ist noch nicht ganz gezeigt. Deswegen glaube ich, dass da irgendwas drin stand. Weil sie gar nicht, ich finde, alle davon immer so richtig gerührt geguckt, haben geweint und weiß ich nicht was. Und Lea hat super ernst geguckt, so richtig so, hat sie nicht geschrieben. Und da war ich so, aha, interesting. I don't know. Ja. Das habe ich nicht gemerkt. Ist ja vollkommen okay. Aber sag mal, wenn wir jetzt an die nächste Staffel denken, was würdest du denn ändern wollen? Wenn du jetzt in der Produktion wärst, was hat dir gefallen, was würdest du mitnehmen, was würdest du ändern wollen an der Staffel? Denn ich finde schon, die Kritik ist schon jedes Jahr sehr laut, finde ich, gerade was den Casting so betrifft. Würdest du irgendwas ändern wollen? Ja, ich würde, also generell würde ich auf jeden Fall immer eine Prinzessin nehmen, die etwas älter ist. Hm. So, weil bei Madeleine dachte ich, sie ist schon sehr jung. Das stimmt. Ja, das ist jetzt so meine Erfahrung, die ich gesammelt habe, dass die älteren Prinzessinnen vielleicht auch ein bisschen besser ankommen. Die sind wissen vielleicht auch mehr, was sie wollen. Keine Ahnung, ich will jetzt Madeleine nicht unterstellen, sie weiß es nicht. Aber du weißt, was ich meine. Mm-hmm. Ich glaube, du jetzt 10 Jahre älter bist. Ansonsten vielleicht ein bisschen mehr Diversity. Hey, was ist das denn? Ist ja furchtbar, ja. Ah, kann ich irgendwas stumm machen? Das ist ja furchtbar. Ich glaube, ist das Handy an ja, der Seite? Das war meins, ja. Ich habe es gerade ausgemacht. Okay, gut. Ja, genau, das Alter. Ja, dann vielleicht ein bisschen mehr Diversity. Da ist ja auch immer der Schrei sehr laut, aber es müssen sich halt auch erstmal Leute bewerben, ne? Ich wollte gerade sagen, ich bekomme dafür immer so viel Hate, weil ich sage immer, der Cast ist gut und alle so, der ist nicht gut, der ist Diversity. Aber ich weiß ja, dass ich bei der Show nicht viel bewerben. Es sind 19 ja. Personen gewesen dieses Jahr, weil es nicht mehr gab. So. Ja. 18? Und nein. 19. 19. Haben sich beworben. Die gepasst haben, ja. Das ist das Problem, deswegen waren 19 und nicht 20 in diesem Fall, weil es einfach nicht mehr Leute gab, die gepasst haben. Die waren wohl alle monogam, haben sie gesagt. Ja, deswegen, ich finde immer so, divers sein ist wichtig, auch für den Cast, ja. Aber divers ist ja kein Freifahrtschein, dass du mitkommst. Also du musst ja auch was bieten vor der Kamera. Das will ja mir niemand hören, finde ich. Aber was bringt es, wenn du divers bist, aber super langweilig vor der Kamera? Ich meine, Kamera schluckt so viele Emotionen, das kennst du ja selber auch. Du musst einfach vor der Kamera viel mehr Emotionen zeigen als in Real Life, damit das ankommt, finde ich. Und wenn das dann einfach Personen nicht können, dann haben sie ja dann schon nichts verloren. Das ist ja einfach, wie es ist. Also, es gibt bestimmt die eine oder andere Person, die das richtig gut kann, aber ich glaube, die hat keinen Bock auf Prince of Charming. Genau, entweder oder ist meistens. Und deswegen, ich hätte auch gerne diverse Cast auf jeden Fall. Aber es heißt, es ist ja kein Freifahrtschein leider. Ja. Ja, ich weiß halt nicht, ob Prince of Charming generell noch so viel Sinn macht. Ob man da nicht direkt in Charming Girls. Aber dann bitte besser als Charming Boys, weil das ist echt scheiße. Ja, ich mochte Charming Boys. Wirklich? Ja, ich fand das nicht schlecht. Ich fand halt dieses Drama mit Aaron und Maurice hat mich irgendwann so genervt einfach nur. Ja, gut, das stimmt, aber Aaron hat halt einfach einen Wortschatz. Ja, das stimmt. Hält. Deswegen, ich hab's geliebt, muss ich sagen. Aber, ja, da war ja auch diese Mobbing-Dynamik. Ja, das meine ich halt, das war immer so anstrengend, weil es nur noch um Drama, Drama, Drama ging. Und ich war immer so, what's the point of the show, weißt du? Und da war ich dann so, um was geht's hier eigentlich gerade? Aber ich glaube, das wäre bei Charming Girls... Mindestens genauso. Meinst du? Ja. Stell dir mal vor, der jetzt da gewesen wäre bei Charming Girls gewesen.
Und dann ist Lea auch eine von denen, die da mitmacht. Dann ist es aber die Ex von Maike, Lea da irgendwelche anderen Leute datet, was sie am Anfang der Zeit gesagt hat, was ich bis heute nicht verstehe, weil sie will um ein offenes Beziehungsmodell. Also... Ja, fair. Gute Frage. Ich denke, wir werden sehen auf jeden Fall. Ich glaube, es gibt auf jeden Fall Charming Girls. Der Aufschrei ist ja doch sehr groß. Und, ja. I mean, why not? Ich finde nur dieses immer, also es ging ja letztes Jahr um den Gewinn von 10.000 Euro oder so, ne, mit diesen Spielen. Ich finde, sobald mal Geld im Spiel ist, finde ich es immer schwierig, weil dann ist es ja keine Dating-Show mehr per se. Da geht es nur noch um Allianzen schmieden und wie man am besten weiterkommt. Das hat man auch, finde ich, voll gemerkt. Ich habe es am Ende gar nicht mehr abgekauft, die ganze Sache. Und ja. Das finde ich mal ein bisschen anstrengend einfach. Weiß nicht. Kann auch am Cast liegen, wie gesagt, ich finde einfach den Cast super anstrengend. We will see, I guess. Ja, oder die machen Are You the One mit allen. Mit B-Person oder so ein Kram. Also ich glaube, das wäre ganz gut. Dann hast du vielleicht auch mal so ein bisschen Spiele, um auf die Dates zu kommen. Die Gruppe spielt gemeinsam. Für den Sinn, dass die gemeinsam halt die Kohle gewinnen, vielleicht irgendwie sowas. Weil du irgendein Entertaining brauchst du ja. Ja, das stimmt. Spiele spielen oder sonst irgendwas. Ich glaube, sonst gibt es nicht auf. Ich glaube, auch wenn es Charming Girls gibt, dann muss man schon was machen mit Spielen und Co., weil du kannst ja nicht immer nur die Bilder filmen, bist ja nicht Promi-BB. Aber ja, ich habe ein bisschen Angst, aber ich hoffe, es wird gut, wenn sie es machen, keine Ahnung. Aber die Klicks sind ja wahnsinnig gut, ne? Also RTL intern, die Klicks bei Princess Charming sind ja echt gut, also vielleicht geht sie doch mal in eine neue Runde, kann auch sein. Ja. Mal sehen. Gab es eine Entscheidung, die du von der Princess gar nicht nachvollziehen konntest, abgesehen von Maike und Co.? Ja, Kathi. Ja, habe ich auch aufgeschrieben. Kathi konnte ich wirklich überhaupt nicht verstehen, aber ich kann es auch im Endeffekt schon verstehen, weil sie meinte, der Vibe war nicht da und die haben sich halt einfach nie angenähert und so. Blöd. Ja, finde ich auch. Ich finde auch, vom Vibe her war das echt schön, aber ich habe auch nie bei den beiden Funken gesprühen sehen, nie. Doch. Wirklich? Weil sie hatten. Das stimmt, da gebe ich dir recht. Als sie über diese Monogamie geredet haben, da gebe ich dir recht. Und da hat es geglitzert in den Augen, ich habe es genau gesehen. Das stimmt. Den Titten rüber, habe ich auch gesehen, toll. Da war auf jeden Fall ein Funkeln. Aber das war halt relativ schnell wieder verflogen. Ja. Und auch dieser Moment, dass Kathi sie so aufgefangen hat, das ist natürlich jetzt nicht irgendwie, man toucht sich an, aber das fand ich so intim, das hätte mich an Kathi gebunden. Dass ich weiß, ich kann mich jetzt hier öffnen und sie gibt mir auch einen guten Rat, weil ich fand ihren Rat sehr, sehr gut, so let it go einfach mal, ne? Verfallen und versuch. Und das war ja auch genau das Ganze, das war ja auch die ganze Zeit das Thema von Lea, diese Kontrolle abzugeben. Sie möchte eine Person sein, die das da irgendwie kontrollieren will. Und wurde aber ja irgendwie dazu gezwungen. Ich wollte gerade sagen, es war, glaube ich, als Princess super schwierig, Kontrolle abzugeben, weil du bist ja die Frau, die entscheidet letztendlich. Ja, und du sitzt dann ganz allein in dieser Villa ständig, musst dir die Gedanken machen so. Ich glaube, das ist schrecklich. Voll. Absolut. Also, ich würde auch gerne mal mitmachen so, also als Princess. Weil ich da war als Kandidat sehe ich mich dann nicht, aber ich glaube, ich könnte das auch nicht. Also ich glaube, ich wäre so immer im Kopf gefangen die ganze Zeit und wäre einfach so der Lulu einfach auch. Ich kann das schon nachvollziehen mit der Kontrolle. Ja, total. Und stell mal vor, dann ist da noch dein Ex und dann hast du erstmal die ersten 3 Tage, denkst du nur über deinen Ex nach. Furchtbar. Da ist ja gar kein Platz für die anderen. Und dann musst du noch grinsen und lachen und toll sein, weil du die Princess bist. Ja. Ganz furchtbar. Aber hat Lea nicht getan. Also die war sich da schon selber treu. Ich fand auch, wie sie aussah und so. Ja. Anna zum Beispiel, weil sich noch, wo ich mir dachte, Junge, du siehst überhaupt nicht aus im echten Leben. Das ist Angelo Merges-Style vom Allerfeinsten. Die hatte Angelo Merges-Frisur und dann immer diesen pinken Lippenstift. Schrecklich. Das stimmt. Ich weiß nicht, ob es in meinem Interview drin war, ob ich es mit reinschneiden durfte, aber sie hat auch gesagt, dass sie bei der Outfit-Wahl immer mitreden konnte. Was ich gut fand, weil sie hat gesagt, sie ist halt einfach keine Kleidfrau mit 1000 Trillionen Schichten Make-up im Gesicht. Und das finde ich gut, dass sie so ihren eigenen Touch mit reinbringen konnte. Total, das ist auch wichtig, einfach um eine authentische Princess den Leuten zu geben, ne? Voll, finde ich auch. Hat eigentlich für dich Social Media eine Rolle gespielt, also auf deine Wertung? Weil ich folge ja logischerweise allen, weil ich immer wissen muss, was abgeht und so. Und das habe ich schon gefärbt. War das bei dir auch so? Ja, nee, ich habe mir da nichts angeguckt. Gar nichts? Nee, witzig. Ich habe nur mit und den ganzen Gossip erfahren. Dann wieder 5-mal geschluckt, mir aber wieder gedacht, ja gut, es ist halt was anderes, ne? Weil du hast das Format und das passiert und wir alle leben. Aber ich hatte irgendwie schon das Gefühl, dass sehr viel gegen Lea geschossen wird. Das finde ich einfach mega uncool. Ich muss auch sagen, so rückblickend verstehe ich es gar nicht. Ja, rückblickend, weißt du, weil wäre sie wirklich ein blödes Arschloch. Ja. Verstehe. Gut, das weiß ich nicht, wie sie privat ist, das will ich gar nicht sagen, aber es geht ja in der Show darum, dass Lea eine Frau für die nächsten Tage und Wochen findet. Keine Ahnung. So.
Und wenn der monogam datet, verstehe ich nicht, warum sie gehatet wird, nur weil sie monogam ist. Es war ein riesen Hate, weil ja sie nicht supportet, dass Lucia und Celaya polyamor da rausgegangen sind. Und die jetzt auch monogam daten mittlerweile, davon abgesehen. Aber das verstehe ich nicht wiederum. Also ich meine, letztendlich hat sie ja nichts getan, was der Show widersprochen hat. Absolut. Und dafür Hate zu bekommen, finde ich schwierig. Klar ist Lea eine Person, finde ich, die auch immer ganz gerne mal sagt, was sie denkt. Und der auch sehr kalt rüberbringt, finde ich, ja. Hat sie auch selber gesagt. Das finde ich auch manchmal ein bisschen, wo ich so war, okay, das war jetzt hart. Aber abgesehen davon hat sie nur ihren Job gemacht. Ja, also ich finde halt generell in Social Media das einfach so krass, wie die Kommentare die Meinungen beherrschen und wie schnell sich das da aufbauschen kann. Also scheißegal was, ob es der Hate gegen Maike ist, der Hate gegen Lee, der Support für Lucia und Celaya, der Hate gegen Lucia und Celaya. So krass, ey. So krass, was da teilweise passiert. Und das, ich finde, das macht es halt auch einfach so gefährlich. Ja. Ich wüsste, dass ich da mitmachen würde, was ist besser. Ich lasse die Show einfach so stehen, wie sie ist. Mhm. Oder rechtfertige mich ständig für irgendwas. Ja, voll. Weil ich glaube, du ziehst den Kürzeren. Ich glaube auch. Das Gute an den Shows ist ja, es sind nur 10 Wochen lang, sprich nächste Woche juckt sowieso keine Sau mehr. Das ist das Gute daran, finde ich. Aber ich bin ja auch ein Mensch, ich lösche nie Kommentare, weil ich finde, so Meinungsfreiheit ist schon super wichtig. Aber bei Maike bin ich wirklich am Löschen teilweise, weil die Kommentare so, also egal was du von dir hältst, so niveaulos sind. Auch so schon teilweise Todesdrohungen haben. Jetzt auch beispielsweise bei Bachelorette, wo es die Sache mit diesem Bennett gibt, der die ganze Zeit sagt und dann mit Eisen darüber diskutiert. Ja. Weißt du, du bist die letzte Person, die nicht offen für Kritik wäre. Absolut voll. Und deswegen, also ich habe die Kommentare jetzt nicht dazu gesehen, aber ich glaube, es trifft dich einfach persönlich, wenn man sich so denkt, hallo, ich meinte es nicht böse. Nee, absolut. Ich habe nachgedacht und das ist es halt auch, wie wir unsere Videos machen. Das ist ja nicht alles auswendig gelernt, sondern in der Situation, du sitzt da mit Maike und redest einfach frei. Voll. Und es soll ja ein freies Gespräch sein. Und ich finde, da kann man auch mal ein bisschen nachsichtig sein, dass so Dinge passieren und du dir das jetzt wahrscheinlich auch gemerkt hast und so denkst, okay. Ich werde nie wieder mit dem weißen Göttin sagen. Ne? Aber gib den Leuten noch erstmal eine Chance, überhaupt daraus zu lernen. Ja, ich weiß, was du meinst, ja. Ich habe das Gefühl, du bist so ein dummes Arschloch, weil du das und das gesagt hast. Ich finde auch. Ich glaube, die Menschen waren so geladen von diesem Video sowieso. Und dann kam das noch als i-Tüpfelchen oben drauf, glaube ich. Und das war einfach der Grund dafür. Weil, also, ich habe es einfach auch nicht. Ich habe es nochmal angeguckt, auch im Video. Ich habe es einfach nicht gesehen, ehrlich gesagt. Im Sinne von, ich habe es jetzt nicht als schlimm erachtet, weil ich ja weiß, wie ich es gemeint habe, weißt du? Aber mir ist es auch aufgefallen. Jetzt, wo du es nochmal gesagt hast, ich habe da auch kurz so gedacht, so, aber ich bin halt nicht die Person, die sich denkt, boah, der Nico. Der Nico, der ist ja so scheiße, ne? Weil, nee, darum geht's nicht. Man muss mal ein bisschen nachsichtig sein mit den Leuten. Ja. Weil sonst funktioniert all das, was wir machen, eben nicht. Wir versuchen ja gerade, diesen ganzen queeren Themen noch mehr Aufmerksamkeit zu geben und das auch für diese heteronormativen Leute vielleicht mal ein bisschen zugänglich zu machen. Ja, voll. Ja, und da ist halt immer dieses mit dem Finger auf alle zeigen und sich immer übereinstellen und ich weiß alles besser und du bist dumm, dass du das sagst. Das funktioniert, also das ist sehr kontraproduktiv. Ich wollte es gerade sagen. Ich finde, Kritik ist super fair, verstehe ich auch voll. Ja. Aber diese auf den Finger zeigen, gerade bei so queeren Formaten und queeren Menschen, wo wir eigentlich zusammenhalten sollten, weil die Welt eh schon scheiße genug ist, finde ich schwierig. Finde ich auch. Ja. Okay, jetzt noch eine letzte Frage. Wie bewertest du denn die Staffel im Vergleich zu allen anderen Staffeln? Findest du sie gut, findest du sie schlecht? Von 1 bis 10, was würdest du für eine Punktzahl geben? Ich fand sie halt gut, ne? Muss ich sagen. Deswegen, ich würde der Staffel schon eine 9 geben. Und vom letzten Jahr? Was hast du denn da gesagt? Ich weiß gar nicht mehr. 6 oder so würde ich sagen. Ah, okay, krass, okay. Gleich fand ich diese Staffel definitiv spannender als die letzte. Spannender auch? Ich glaube, emotionaler fand ich letztes Jahr besser, stärker. Genau, also dieses mit Liebe finden und so ist halt nicht so meins. Ah, okay. Also, bin eher für das Drama. Verstehe, okay. Ich finde, das muss ich die Waage halten. Ich fand dieses Jahr was für mich anstrengender, weil ich halt auch von allen Seiten immer den Input bekommen habe, die immer hier waren. Ich mag das auch voll gerne. Ich finde das toll, dass sie mir vertrauen und so. Ich sage auch nie was nach draußen. Das ist ja auch immer mein Anspruch. Aber das war für mich sehr viel anstrengender dieses Jahr. Aber ich würde auch sagen, objektiv fand ich dieses Jahr schon sehr stark, wenn man diesen Aspekt Drama und Unterhaltung betrachtet. Aber ich glaube, für mich persönlich, von dem Wholesomeness-Faktor und von meinem Gefühl her, fand ich das sehr viel stärker als dieses Jahr. Ich würde dieses Jahr, glaube ich, auch so eine 8 geben von 10, doch. Aber ich glaube auch, du kommentierst ja auch eigentlich nur Princess Charming, ne? Und ich mit meinen anderen... Aber zu Recht, also ich, genau, das kann ich alles nicht angucken.
Also. Genau, weißt du, und ich bin eher so, ich bin ja schon so weit unten in meinem, dass ich halt sowas brauche, weißt du? Ja. Dass mich das irgendwie catcht. Ich muss aber auch sagen, bei Jared mache ich das ja auch dieses Jahr das erste Mal. Und ich finde das Budget schon da, ne? Also ich gucke ja nur Princess Charming zum Beispiel und sowas. Krass. Das sind Budgetunterschiede wie Tag und Nacht. Ja, es ist wirklich Wahnsinn. Also auch Bachelor, ich glaube Bachelor hat das größte Budget von allen Formaten. Krass, okay. Wo die hinfliegen, die werden ja auch alle eingeflogen, alles pipapo. Ja, auch dieses Zeppelin, diese Halle bei der finalen Entscheidung. Ich war so, what the fuck, was ist das für ein Budget dahinter? Ist ja richtig crazy. Aber das, ich verstehe es nicht. Wenn du so viel Budget in eine Show reinsteckst, warum wird sie dann nicht im Fernseher ausgestrahlt? Das verstehe ich. Ich glaube, weil es Bier ist. Ich bin ehrlich mit dir. Ich glaube, er hat einfach super krasses Weiß. So, ne? Und alte Menschen einfach dahinter. Ich glaube, sie hatten Angst vor der Reaktion. Ja, glaube ich auch. Aber zum Glück haben sie ja uns als Ranchen-YouTuber, die das alles... Die das kundtun und Werbung machen. Das stimmt schon. Ja, ja. ja, fand ich, ich habe mich auch gewundert schon, warum das, vor allem Stella ist so eine tolle Frau, finde ich, also auf den ersten Blick zumindest so. Ich finde es verschwenderisch, das nicht im Free-TV zu zeigen, finde ich auch. Ich kann mir auch nicht vorstellen, also wenn ich jetzt die letzte Bachelorette, hast du ja wahrscheinlich nicht geguckt, ne? Stücke. Ich auch nur Stücke. Ah. Wenn du die jetzt schon vergleichst mit der, hat Quotenpotenzial viel höheres. Hundertprozentig, also... Klar, bei Ice und Bennett scheiße dieses Drama, aber allein fürs Drama, für den Unterhaltungsfaktor war das doch Gold. Ich fand es aber auch so gut, dass man sich einfach damit mal auseinandersetzt. Aber ne? Ich finde es auch gut, dass ich habe auch im Video gesagt, ich finde es gut, dass sie es gezeigt haben. Sie hätten aber sagen können, zeig mal nicht. Absolut. Das hast du mir aber auch schon die ersten Beschwerden, man soll sich doch auf die tollen Typen konzentrieren, aber darum geht's halt, dass man auch mal die Sachen anguckt, die halt eben diskutabel sind. Ich wollte gerade sagen, ja, also wenn sie schon eine B-Staffel machen und diesen Aufklärungsfaktor mit reinbringen, dann müssen sie aber auch sowas zeigen. Genau, das kannst du ja nicht einfach rausschneiden. Also voll. Das ist ja das Wichtigste. Aber ich glaube, das war nicht so eine gute Entscheidung von RTL. Nee, finde ich auch. Also ich hätte mir auch gewünscht, dass sie das auch im Free-TV zeigen. Gerade so wie Leute, meine Mom super offen, so ist nicht, aber klar, hat sie damit gar keinen Berührungspunkt in meiner Welt, sag ich mal. Und sowas sehen zu können, hätte ich schon wichtig gefunden. Genau, und Bachelorette ist halt was. Das schalten viele ein, um einfach mal wieder zu gucken, welche Jungs sind dabei. Ja. Also das ist schon... Leider eine vertane Chance. Finde ich auch. Ich hoffe einfach, dass wir Reaction-YouTuber das müssen auffallen, dass wir halt noch mehr Leute erreichen, die halt eigentlich eben nicht in der Queer-Bubble sind, ne, sondern auch mal die anderen, dass die mal zum Denken. Absolut voll. Auch gerade die Einordnung von diesem Gespräch fand ich super wichtig, ehrlich gesagt, auch einfach mal das zu beleuchten. Denn ich finde schon, dieses B-Ding war bisher nur mit Drama verbunden in der Show, finde ich. Weißt du? Mhm. Dass man das ein bisschen einordnet auch an der Stelle. Finde ich wichtig. Absolut. Ja, by the way, Paul und ich machen auch beide Bachelorette-Videos zu dem Thema, also gerne mal vorbeigucken. Hier nochmal kurz Werbung. Gerne. Ja, war sehr schön mit dir. Wir haben ja darüber noch gar nicht so richtig geredet, deswegen fand ich das sehr interesting gerade. Ja, ich auch. Fand ich gut. Ich hoffe, wir haben nicht zu viel gesagt. Nee, ich glaube, wir haben alles, was gezeigt wurde, auch abgehakt. Ich glaube, wir haben nichts gesagt, was nicht gezeigt wurde. Okay. Nee. Ich glaube nicht. Ich habe nichts auf dem Schirm, ehrlich gesagt. Ja, oh, Mensch, doch. Es ist auch vorbei, so what. Ist halt echt so. Was wollen sie machen? Was denkst du, wie die Leute weitermachen werden? Gute Frage. Ich habe das Gefühl, das sind alles keine Social-Media-Mäuse. Echt? Maike, ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Die weiß schon, was sie damit macht. Das hat sie mir auch gesagt. Also sie hat nicht gesagt, falsch verstehen. Ich glaube, also sie weiß, dass sie damit was machen kann mit der Reichweite, so hat sie es gesagt. Ja. Ich glaube, Lea macht noch ein bisschen was damit. Lea will ja auch Travel-Influencerin werden jetzt mit der Sache. Und fast nie was, habe ich das Gefühl. Ja, ich glaube auch, sie möchte das und weiß noch nicht, wie sie es umsetzen soll an der Stelle. Und ich glaube, der Rest wird halt schon das machen. Und ich glaube auch, so wie Icehuhn, die war ja auch eher so ein nicht vorhanden in der letzten Staffel, dass sich mit Bachelorette entpuppt. Ich glaube, sowas passiert nochmal bestimmt mit irgendwem, kann ich mir vorstellen. Aber ich glaube sonst, ist ja meistens so, 2, 3 machen dann immer dann noch, bitte? Selena Lucia Cup. Sowieso, habe ich gar nicht auf dem Schirm gehabt, das recht. Aber ich glaube, es ist ja meistens so, dass aus der Staffel mal so 3, 4 hervorgehen, die das noch machen dann und dann der Rest verschwindet einfach irgendwie im privaten Leben. Ja, stimmt. Und ich glaube, so wird es ja auch sein. Ob ein paar dann zu Charming Girls gehen. Safe, bestimmt. Ja, das wäre schön. Ich glaube, aber neue Leute nehmen. Ja, Hälfte war es aber, glaube ich, ne? Ja, bei Charming Boys war es so. Nee, ja. War da irgendwer neu? Rudi? Ja, Hälfte war neu, doch. Hälfte sogar? Ich glaube, ja, doch. Ich wäre es cool, wenn es auch so Princesses mitmachen würden. So, man lehnt sich da auch voll, ehrlich gesagt. Die ist ja auch sehr offen.
Lea, weiß nicht, ob sie mitmachen würde, ehrlich gesagt. Weiß ich nicht, die ist schon ein bisschen fed up von dem ganzen Zeug. Weißt du, ob Lea jetzt in einer Beziehung ist? Das darf ich hier nicht sagen, glaube ich. Ja, auch die Frage, ob sie jetzt überhaupt Single weiterhin ist. Oder Irina ist ja nicht Single, die ist ja mit Ricarda. Hanna ist mit Jesse. Stimmt. Ja, Marlene geht noch. Nein. Ja, mal sehen. Ich bin gespannt. Ja. Naja. Ja. Boah, ich bin auch gespannt. Ja, süß. Dann danke für deine Zeit. Guck bei Paula vorbei, Link in der Beschreibung. Und dann würde ich sagen, auf die nächste Staffel. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüss.